Wir starten eine neue Serie, sie heißt Blickwinkel, und heute ist ein Thema, das liegt mir ganz besonders auf dem Herzen, weil ich glaube, es ist entscheidend, über dieses Thema nachzudenken, wenn du dich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt. Ich habe eine Freundin von uns, ist als kleines Baby in einem anderen Land abgegeben worden, in eine Babyklappe in dem Sinne, und sie ist in einem anderen Land dann aufgewachsen. Und sie hat die ganze Leben sich die Frage gestellt, wer sind eigentlich meine Eltern? Was ist meine Herkunft? Sie hat sich lange darum gedrückt, in dieses Land zu fahren, weil sie Angst davor hatte. Aber sie hat immer sich die Frage gestellt, was sind meine Wurzeln? Ein Kind, das Mitglied, das adoptiert ist, stellt diese Frage, es sucht so lange, bis es die leiblichen Eltern kennenlernt oder rausfindet, wo komme ich eigentlich her? Und die Identitätsfrage hat sehr viel damit zu tun, was sind meine Wurzeln? Und sich damit auseinanderzusetzen. Und dieses Bild von Wurzeln verwendet die Bibel für ein besonderes Thema, das entscheidend ist, sich anzugucken, um einen gesunden, aufblühenden Glauben zu erleben. Und ich lese dir vor, ein ganzes Kapitel geht es um diese Wurzeln im Römerbrief im 11. Kapitel. Da heißt es zum Beispiel, mit dem ersten Brot, das Gott zum Opfer gebracht wird, ist nämlich die ganze Ernte Gott geweiht, und sind die Wurzeln eines Baumes gut, dann sind es auch die Zweige. Bis jetzt ein Bild, das verstehen wir, schlechte Wurzeln, schlechte Zweige, gute Wurzeln, gute Zweige. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. Das ist eine Technik aus dem Obstanbau, aus dem Weinbau, wo man Äste einpfropfen kann. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein, denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Wenn du das Kapitel kennst, weißt du, in diesem Kontext geht es um ein Prinzip, das Paulus den ersten Christen versucht, so deutlich wie möglich ans Herz zu legen. Er sagt, es gibt Wurzeln. Und diese Wurzeln des Glaubens sind hebräische Wurzeln. Nicht jüdische, jüdisch bedeutet eines der 12 Stämme, kurz bisschen Bibelkunde, hieß Juda, und judäische oder jüdische Wurzeln, das sind nicht die Wurzeln, von denen er redet, sondern hebräische. An den ersten Seiten der Bibel kommen Abraham, Isaac, Jakob, die sogenannten Glaubensstammväter, und das sind hebräische Wurzeln. Hebräisch heißt, etwas überwinden und Veränderung zu leben. Und Paulus warnt die ersten Christen. Er sagt, wenn ihr das vergesst, dann werdet ihr nicht mehr diese Kraft haben, dann werdet ihr diesen Saft und Kraft, der aus dieser Wurzel kommt, verpassen und ein Glaubensleben erleben, ich sage es mal so, das in der Identitätskrise feststeckt. Wenn du dich über Gott nachdenkst, dann ist das Entscheidende für diese Identitätsfrage, wer ist Gott, was ist sein Wesen? Und nur wenn ich das Wesen erkenne, werde ich an die Wurzeln kommen eines Glaubens, das aufblüht. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit groß, auch in der Kirchengeschichte, dass Dinge und Strömungen entstehen, die destruktiv sind. Und ich glaube, das sind Momente, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man sich ja, okay, jetzt Israel und ja, was willst du jetzt damit? Bist du jetzt so ein Israel-Freak, Tobi? Ich weiß nicht, ob du Israel-Freaks kennst. Das sind Menschen, die haben die israelische Fahne in allen Farben und Schattierungen zu Hause. Sie haben zu Hause ein Horn, und wenn du es hast, Geschmacksfrage, das kannst du gerne zu Hause haben. Aber das sind alles Dinge, die sind, ich habe zum Beispiel keine Israel-Flagge, auch wenn sie schön ist. Und ich habe auch kein Horn zu Hause, in das ich reinblase, wenn ich bete. So, kann man machen, muss man nicht machen. Es gibt Dinge dahinter, meiner Meinung nach. Das Horn im ersten Teil der Bibel war dafür da, einen Kommunikationsweg im Kampf zu machen. Das würde man heute in der Bundeswehr nicht mehr mit einem Horn machen, sondern mit neuen Medien. Aber es gibt Möglichkeiten, dass man sagt, ich liebe diese alten Dinge. Ein Israel-Freak ist jemand für mich, der Dinge überbetont. Und die vielleicht so betont, dass du dem zuhörst und denkst, oh, das kannst du nicht ernst meinen, oder? Und ich habe eine Theorie. Die Theorie ist, dass Gott immer wieder in der Kirchengeschichte versucht, den Kirche weltweit eine Message zu bringen. Und diese Message ist Dinge, die wie verschüttet gegangen sind über die Jahrhunderte. Dinge, wo Gott sagt, schaut mal nochmal genau hin in die Bibel. Ihr verpasst dort etwas. Und immer wenn das passiert in der Kirchengeschichte, gibt es Bewegungen, die das erkennen. Und diese Bewegungen sind aber tendenziell in der Gefahr, Dinge zu übertreiben. Das sind wir alle, wenn wir etwas Neues entdecken. Wenn du mir was Neues schenkst, zum Beispiel würdest du mir ein Auto schenken. Ja, nur als Beispiel. Und es wäre jetzt neu und nicht so altes Schrottteil. Ich würde damit die ganze Zeit rumfahren. Egal, ob es Sinn macht oder nicht. Ich würde dich einladen und sagen, riech mal.
wie sie riecht. Oh, das ist alles neu und so. Ich würde es übertreiben. Und wenn du siehst, jetzt geh mit deinem Auto. Ja, es ist ein Auto. Ja, Tobi, aber es ist neu. Und dieses Prinzip meiner Meinung nach Kirchengeschichte ist, wenn Gott etwas tut, gibt es wie vor der Welle, die der Geist Gottes erzeugt, wie eine Bugwelle vorher und die ist in der Gefahr, Dinge zu übertreiben. Und jetzt kommt ein Problem. Wenn du die Übertreibungen siehst, löscht es dir vielleicht alles ab und du denkst dir, boah, wenn ich die Übertreibung sehe, ist wahrscheinlich alles falsch. Ich gebe dir einen Tipp, wenn weltweit etwas passiert im Christentum, selbst wenn du damit nichts anfangen kannst, schau ein bisschen tiefer hin. Anfang des 20. Jahrhunderts wird der Heilige Geist auf eine Art neu entdeckt. Der war nie weg, aber es ist ein bisschen immer interessant bei uns Christen. Wir entdecken Dinge und denken so, das steht ja da echt. Und da stand es schon die ganze Zeit, dass es Geistesgaben gibt und dass es den Heiligen Geist gibt und so weiter. Und es gibt Bewegungen, die vielleicht tendenziell Dinge übertrieben haben. Und diese Übertreibung hat ganze Denominationen dazu gebracht, zu sagen, geh mir weg mit dem Heiligen Geist. Das ist vom Teufel. Ganze Bewegungen haben sie in ihre Grundsätze eingeschrieben, weil sie die Übertreibung gesehen haben. Dachten, man muss jetzt nur noch umkippen und umfallen und nur noch lachen im Geist und nur noch, keine Ahnung was, Purzelbaum machen und ein Horn blasen. Hast du gedacht, das ist nicht mein Geschmack und es ist Geschmackssache. Wenn du es liebst, mach es weiter zu Hause in deinem Zimmer. Du kannst es gerne tun, aber es ist einfach nur Geschmackssache. Und dieses Prinzip der Übertreibung sorgt dafür, dass du die Message verpasst. Ich habe jahrelang darüber nachgedacht, Gott, nur so ein Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl, ich verpasse was in der Theologie. Viele Predigten habe ich mir angehört und gesagt, ja, die sind jetzt so ein bisschen richtig, aber ich kann es nicht ganz greifen. Was steckt dahinter? Dann habe ich gebetet, Gott, schenk mir, dass ich einen messianischen Juden kennenlernen kann, der mir hilft, ein bisschen mehr zu verstehen, besonders im ersten Teil der Bibel. Weil ich habe gemerkt, wir Christen haben dann so Theologien, die die Wurzeln nicht mehr kennen. Die sind zum Beispiel so. Ja, das ist ja der Gott des Alten Testaments. Und dann gibt es den Gott des Neuen Testaments. Im Alten Testament, da ist der so krass irgendwie, verstehst du? Da geht es um Sünde, ja? Da geht es um Konsequenzen. Wenn ich was tue, gibt es Konsequenzen. Aber ich bin der Amazing Grace, Halleluja, Praise the Lord, Christ. Für mich gilt das hier alles nicht. Dann kommen so Theologien an, ich bin ja unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz, werde ich dir nachher erklären, wenn du kein Christ bist, verstehst du jetzt Bahnhof. Aber Christen sind da sehr, 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 sehr interessant. Alles hat damit zu tun, dass man die Wurzeln verpasst und verpasst sehr viel. Ist dir mal aufgefallen in deiner Bibel, wie viel Prozent deiner Bibel aus dem ersten Teil besteht und wie viel aus dem zweiten? Miep, 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 miep. Zwei Drittel dieses Buches verpasst du, wenn du nicht weißt, wie du das liest. Und es die Gefahr ist, dass du das Wesen Gottes auf eine Art verpasst. Und wenn es schlecht wird, wirst du ein Christ, der verhaltensgestört ist. Weil jemand, der verhaltensgestört ist, hat meistens seine Wurzeln nicht gefunden und ruht nicht in dem, was Gott für ihn vorhat. Und diese Theologien habe ich immer gemerkt, es kann es irgendwie nicht sein, als hätte Gott eine Identitätskrise bekommen zwischen Alten und Neuen Testament, wo er gemerkt hat, das kommt nicht gut an bei den Leuten. Wenn ich da so sage, wenn der Ehe bricht, gibt es Konsequenzen. Mach mal lieber Amazing Grace Blues. Nein. Jesus sagt mal, ich bin gekommen, nicht einen einzigen Buchstaben vom ersten Teil der Bibel aufzulösen. Nicht einen. Wir Christen sind aber Weltklasse drin, das ganze Ding wegzuschmeißen. Nicht einen Buchstaben. Es gibt dann so Bibelübersetzungen im Christentum. Dann sehe ich die Leute laufen rum und sagen, ja, ich habe die Bibel dabei. Damit meinen sie, das Neue Testament haben sie dabei. So ein kleines Büchlein. Wenn es gut läuft, doch die Psalme. Wenn es gut läuft. Aber der Rest brauche ich nicht. Warum rede ich darüber? Die hebräischen Wurzeln zu kennen, ist entscheidend, eine Theologie zu entdecken, einen Glauben zu entdecken, der nicht in der Identitätskrise stecken bleibt. Und ich glaube, ein Hinweis ist, dass die Bibel immer wieder über Israel, über die hebräischen Wurzeln redet, dass Gott sagt, das ist wie mein Augapfel, wie meine Pupille. Und die Pupille ist dafür da, deine Lichtzufuhr zu regeln und dass du scharf siehst. Dass du Nuancen unterscheiden kannst. Wenn sie nicht funktioniert, sieht das eher so aus. Du siehst ein bisschen was. So Schattierung, du kannst ja schon sehen, da ist einer vorne, aber so richtig greifen kann ich es nicht. Es ist wahrscheinlich ein Mensch. Aber scharf sehen kann ich nur, wenn meine Pupille funktioniert. Und genauso ist es theologisch und mit Gott, wenn die Pupille, diese Lichtzufuhr, und die hat viel mit Israel zu tun. Wenn die richtig funktioniert, sehe ich klar. Ich möchte es dir an einem Beispiel erklären. Und zwar, wenn du dir anguckst und mit einem lebendigen Juden diskutierst, und er hat ja nur den ersten Teil der Bibel, und in Klammern, die ersten Christen hatten auch nur den ersten Teil der Bibel. Ist dir das bewusst? Das heißt, alle Predigten der ersten Kirche gingen über den ersten Teil der Bibel. Das andere gab es ja noch gar nicht. Ist jetzt irgendwie logisch, gell? Was wurde erst noch geschrieben? Aber das war die Grundlage von jeder Message.
Und die hebräischen Wurzeln waren da. Es war vollkommen logisch, dass das zusammengehört hat. Und jetzt ist wichtig zu überlegen, was heißt das? Wenn ich wirklich jetzt mal mit einem lebendigen Juden diskutiere, merke ich, der hat eine andere Sicht als ich auf Gott. Solche Christen sind schnell drin zu sagen, ja, wenn sie sagen, Gott des Alten Testaments, ja, dieser harte Gott und so, ja, dann sind da so Bibelstellen drin, die hassen wir Christen teilweise sogar. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, da soll Abraham seinen Sohn opfern. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da sind Christen schnell dabei zu sagen, also, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Ja, kann man tun, muss man nicht. Man kann auch überlegen, was ist die Message dahinter, die ich nicht verstehe. Ein lebendiger Jude wird zu dir sagen, das ist einer der schönsten Geschichten der ganzen Bibel. Jetzt merkst du, oh, der hat eine Perspektive, jetzt wird es mal interessant. Ich bin der Meinung, Gott ist ein Arsch, weil der will, dass ich meinen Sohn opfer. So ein, und er sagt, eine der schönsten Stellen. Der lebendige Jude würde dir erklären, dass Abraham in dieser Szene Gott kannte. Und das ist der erste entscheidende Schritt, auf den wir gleich eingehen können. Ich erkläre es dir gleich in der Geschichte. Der erste Schritt eines gesunden Glaubens ist zu erkennen, wenn du den ersten Teil der Bibel nicht weglässt, dass Abraham als Vater des Glaubens definiert wird, als die Definition eines gesunden Glaubens. Weil Abraham sagt zu seinem Diener, als er mit seinem Sohn hochgeht, sagt er, ich und mein Sohn, wir werden auf diesen Berg gehen und Gott anbeten. Und wir beide werden wieder runterkommen. Dann wird dir ein lebendiger Jude erklären, Gott, dass Abraham Gottes Wesen kannte. Er wusste, wie Gott ist, selbst wenn er nicht versteht, selbst wenn Gott etwas verlangt, was mich alles kostet, wusste er, wie Gott ist, weil entweder würde er seinen Sohn wieder auferwecken, weil sie kommen zu zweit wieder runter, oder Gott hat eine andere Idee noch in letzter Sekunde. Ich und mein Sohn werden anbeten und wieder runterkommen. Abraham als Vater des Glaubens, deswegen diese Wanderschuhe, sagt Gott zu Abraham, Lom, wir gehen in ein neues Land. Und dort merkst du, die hebräischen Wurzeln sind komplett anders in der Gottesbeziehung als teilweise die christlichen. Ich bin froh, dass Abraham kein klassischer Christ war. Weißt du warum? Weil als Abraham gefragt wird, komm, wir gehen in ein neues Land, sagt er, okay, geh mal. Weißt du, was ein Christ sagen würde? Ja, warte mal Gott, wo ist das Land? Wie lange dauert es? Welche 10 Schritte habe ich dorthin? Was springt für mich raus? Kommt da Segen rüber? Ist es überhaupt erfüllend, dieser Weg? Ist es nicht ein bisschen anstrengend, Gott da durch die Wüste zu laufen? Also habe ich irgendwie keine Lust zu. Ein Christ redet über Ziele oft. Ein hebräisch denkender Mensch sagt, es ist vollkommen egal, wohin ich gehe. Das Entscheidende ist, mit wem ich gehe. Es ist vollkommen egal, wohin ich gehe. Deine Vision, dein Traum ist super. Aber entscheidend ist, mit wem ich gehe. Und Abraham wusste, wie Gott ist. Er definiert den Glauben. Jetzt merkst du schon, wenn du jetzt nicht das alles weglässt, verpasst du etwas. Die absolute Voraussetzung für einen gesunden Glauben ist, Gottes Wesen zu erkennen. Ein lebendiger Jude würde dir sagen, über den ersten Teil der Bibel, wenn du ihn fragst, wie ist Gottes Wesen, sagt er, ein liebender Vater. Mit dem Teil hast du es mal gelesen. Das scheint so zu sein, wir verpassen etwas, die Pupille stellt nicht scharf, eine ganze Kirche kann so, ich sehe nicht richtig, nicht so klar. Und das ist aber die Voraussetzung, wenn ich Gottes Wesen kenne, geht die Bibel weiter und wir sind immer noch im ersten Teil der Bibel, dann kommt nämlich ein Kollege, der heißt Mose. Und Mose redet über das Gesetz, das sind sehr, sehr, sehr viele Gebote. Und das Entscheidende ist, dass wenn ich Gottes Wesen nicht kenne, werde ich diesen kompletten Part falsch verstehen. Ein moralischer Zeigefinger Gott, du böser Mensch, ich mach dir ein schlechtes Gewissen, was willst du überhaupt? Und dann kommt zu Rebellion, ja das kann doch nicht sein, ich bin doch unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz und so weiter. Kommen so Diskussionen. Ein hebräisches Denken, hebräische Wurzeln glauben heißt es, ich kenne Gott, er liebt mich. Er will, dass mein Leben aufblüht. Was hat er mit diesem Gebot vor? Was steckt dahinter? Und ich schaue wie in einen Spiegel, sagt dann die großen Theologen im zweiten Teil der Bibel. Ich schaue rein und schaue, wo verfehle ich die Ziele, die Gott hat für mein Leben? Wo ist Sünde in meinem Leben? Und ich schaue ehrlich hin. Weißt du warum? Weil ich kenne Gott, er liebt mich. Ich kann ehrlich sein. Er meint es gut. Mose übrigens, wenn du es liest, betont fast auf jeder zweiten Seite, alle Gebote sind, damit wir leben, damit wir aufblühen. Ein Christ, der das einfach wegnimmt, verpasst das. Und er ist in der Gefahr, Sünde zu bagatellisieren, weil er der Amazing Grace Christ ist.
Wenn du fremd gehst, vergib dir Gott, ja, wenn du zu ihm gehst. Aber die Konsequenzen von Sünde sind in deinem Leben deutlich spürbar. Der Schmerz. Ein Partner, der dir vielleicht nicht mehr vertrauen kann. Natürlich kann Jesus jetzt heilen. Natürlich kann er Veränderung machen. Aber Sünde hat Konsequenzen. Der erste Teil der Bibel versucht, dir klarzumachen, nimm's ernst. Das sind Geschichten wie die Simpsons-Serie, die wir gemacht haben, die David-Serie. Wir versuchen, diese Texte zu nehmen, sagen, lass uns in den Spiegel gucken und halte es aus, zu überlegen, wo sind wir körperlich, seelisch oder geistlich wie krank. Wann traue ich mich, in diesen Spiegel zu gucken, wenn ich Gottes Wesen kenne? Sonst kommt der moralische Zeigefinger, ich verteidige mich, ich fühle mich wie ein Rücken an der Wand, ich sage, ich bin unter der Gnade, ich bin unter Gesetz. Und das muss ich dir noch mal kurz erklären. Das ist eine Theologie, die sich rebelliert gegen diese moralisierende Predigten und die sind so dermaßen schrottig, das kann ich dir gar nicht anders sagen, weil es an dem vorbeigeht, was Gott vorhat. Das ist so, wenn dir jemand zeigt, wo du krank bist, gehst du zum Arzt und nicht das Gegenteil. Und das, was falsch war unter dem Gesetz, in diesen Geboten im ersten Teil der Bibel, bleibt falsch, wenn du mit Jesus lebst. Wusstest du das? Also zum Beispiel stehlen. Ach, wäre das schön, wenn diese bisschen behinderte Theologie stimmen würde, dass ich bin ja unter Gnade. Dann kann ich dir einfach dein Auto klauen, nachher, und ich hoffe, du hast ein schönes Auto. Dann fahre ich damit und sage, Amazing Grace, wow, 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 ich gebe es dir nicht zurück, weil ich bin nicht unter dem Gesetz, wow. Sagst du, du bist ein Freak. Dann zum Beispiel lügen. Ich lüge dich einfach an. Was falsch war, bleibt falsch. Der Spiegel ist dafür da zu sehen, was Gott wie Krebsgeschwür in unserem Leben sieht. Was richtig war, bleibt richtig. Das sind Diskussionen, wenn du Prinzipien liest, wie zum Beispiel den Zehnten, haben wir eine ganze Serie im Flow drüber gemacht. Was richtig war im ersten Teil der Bibel, bleibt richtig im zweiten Teil der Bibel. Und Jesus macht es nur noch krasser. Nicht nur 10%, all in. Das sind Mentalitäten. Und wenn du jetzt diese Theologie hast, verpasst du etwas. Und jetzt merkst du, erst jetzt gehen wir ins Neue Testament. 2/3 einer gesunden Theologie sind hier. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt und ohne diesen Dreiklang wird es schwierig, nämlich, dass im zweiten Teil der Bibel Jeschua oder Jesus offenbart wird als der Arzt. Weil ich Gottes Wesen kenne, werde ich ehrlich, nutze die Bibel und das Gesetz, um reinzuschauen, sagen, Gott, zeig mir, wie du mich siehst. Das führt nicht zur Anklage, zur Verdammnis, sondern zu einer Sündenerkenntnis, sagt Jesus, ich brauche dich, du bist mein Arzt. Und nicht die Logik, ja, ich bin echt, merke, wie geistlich krank, aber so kann ich doch nicht zu Gott gehen. Gleiche Logik wie, so krank kann ich doch nicht zum Arzt gehen. Wir Männer gehen spät zum Arzt, das ist unser Problem, liebe Frauen. Aber irgendwann gehen wir auch zum Arzt. Wenn wir merken, es ist definitiv nicht mehr gut, dass ich, was weiß ich, dass mein Magen es nicht mehr gibt oder sowas. Irgendwann gehen wir wirklich auch zum Arzt. Und du kannst hier lange warten, bis du es tust, bis du erlebst, hey, Gott meint es gut mit mir. Ich werde ehrlich und ich gehe zu dieser Veränderungskraft. Dieser Dreiklang heißt, ich kenne die hebräischen Wurzeln. Jetzt nehmen wir nur den ersten Teil der Bibel, zack, zweiten Teil der Bibel, zack, verpassen 2/3 von dem, was Gott vorhat. Jede Predigt in dieser Kirche ist so aufgebaut. Wir schauen hinter Gebote, hinter Prinzipien, reden über das Wesen Gottes. Schauen in den Spiegel rein und sagen, hier ist Jesus. Warum machen wir das so? Weil die hebräischen Wurzeln uns wichtig sind. Und wie hier Paulus sagt, wenn du sie vergisst, wird es destruktiv in deinem Leben werden. Und du kannst es wie verpassen, was Gott vorhat. Und ich möchte noch eine weitere Bibelstelle lesen. Hier heißt es, Vers 19, freilich könnte jemand einwenden, man hat die Zweige doch herausgebrochen, also die jüdisch-hebräischen, damit ich dort Platz habe. Das ist richtig. Sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten und ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt. Seid deshalb nicht hochmütig, sondern passt auf, dass es euch nicht genauso geht. Und weiter heißt es, Vers 28, doch Gott hat seine Zusagen, hält seine Zusagen und weil er ihre Vorfahren erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes Volk. Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusagen, dass er jemand auserwählt hat. Gott sagt,
Das israelische Volk, die hebräischen Wurzeln sind entscheidend für einen gesunden Glauben, sagt Paulus. Zweitens, bleibt es mein erwähltes Volk. Und wichtig ist jetzt Folgendes zu wissen, auch aus dem hebräischen Denken aus. Wir sind auf eine Art die Enkel der Nazis. Das ist ein sehr unangenehmes Thema, man muss sagen, ja komm, geh weg, das ist doch schon so lange her. Es gibt Bewegungen, die haben richtig erkannt, dass wenn Sünde vertuscht wird, es eine ganze Familie zerstören kann, ein ganzes Land wie ein Krebsgeschwür auffrisst. Es gab Bewegungen, es gab wichtige Momente, wo es Vergebungsmomente gibt. Aber das hebräische Denken ist, Vergebung ist nur der erste Schritt. Wenn ich etwas falsch sage, wenn ich versage, gehe ich zu Gott und zu einem Menschen und bitte um Vergebung. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Wiederherstellung. Wiederherstellung einer Beziehung, das Leben aufblüht, dass man sich begegnet. Vor 2 Jahren kam hier ein älterer Mann rein, ein messianischer Jude, und er kommt auf mich zu, umarmt mich und sagt, Tobi, ich muss mit dir reden. Ja, gerne. Und er stellt mir Fragen. Und die erste Frage, die er mir stellt, ist, Tobi, glaubst du, dass die deutsche Einheit Zufall war oder Gottes Wirken? Habe ich gesagt, ja, ich war letztens in Leipzig, kurz vorher in der Stasi-Ausstellung, kann ich euch sehr empfehlen. Und als ich gelesen habe, wie abgefahren unwahrscheinlich es ist, dass diese Mauer gefallen ist ohne Blutvergießen, das fand ich abgefahren. Eine Fehlinformation bei einer Presseerklärung. Zusätzlich aus Montagsgebeten raus entstanden. Zusätzlich sind dort Berichte von Soldaten, die abrufbereit bei der Montagsdemonstration in Bussen saßen, Hundertschaften, die die Anweisung hatten, ihr dürft nicht mit euren Familien kommunizieren, weil wir werden diesmal die Montagsdemonstration niederschießen. Das sind Berichte von Soldaten, die versucht haben, mit damaligen Medien war das schwierig, nicht schnell SMS oder sowas, schnell noch ihre Familien zu warten, geht nicht auf diese Demonstration. Diesmal werden wir sonst auf unsere Frauen und auf unsere Kinder schießen müssen. Sie sitzen in diesen Bussen, was für eine Ausstellung. Dann gibt es die Fehlinformation, ein Pressesprecher sagt, ja, ich höre gerade, die Mauer ist offen. Ist ja voll die logische Sache, ja? Voll logisch. Und dass der nicht nachfragt, was? Leute, ja, übrigens, die Mauer ist offen, dann kein Schuss gefallen. Und ich habe es ihm gesagt, ich habe mich beschäftigt. Ich glaube, es ist eines der größten Wunder der letzten Jahrzehnte, dass unser Land wieder vereinigt ist. Dann sagt er zu mir, okay, glaubst du, wenn du sagst, es war Gott, dass das Datum zufällig war? Ich sage, ja gut, wenn du mich so fragst, wahrscheinlich nicht. Dann sagt er, ja, warum feiert ihr nicht an dem Tag, wo die deutsche Einheit ist? Übrigens, nächstes Wochenende ist der Tag. Dann sage ich, ja, da können wir ja nicht feiern. Es ist auf den Tag genau der Jahrestag der Reichskristallnacht gewesen. Und deutsche Einheit, an dem Tag zu feiern, wo der schwärzeste Punkt unserer Geschichte losging, nämlich Synagogen zu niederzubrennen und Juden zu töten, dort können wir nicht deutsche Einheit feiern. Deswegen feiern wir am 3. Oktober und nicht Mitte November. Dann sagt er, ja, glaubst du jetzt noch, dass Gott eine Message für euch hat? Ja, wahrscheinlich. Dann sagt er, das glaubt er auch. Und zwar die Message ist, Gott hat vergeben. Es braucht nicht weitere Konferenzen, wo ein messianischer Jude auf die Bühne kommt, wir bitten ihn um Vergebung und sagen, es tut uns leid, sondern es geht um Wiederherstellung. Genau wie es um Wiederherstellung zwischen Ost und West geht, geht es darum, diese Beziehung wiederherzustellen. Das heißt, sich zu begegnen, wie zwei Brüder, die sich auf Augenhöhe begegnen und sagen, ich brauche dich. Wenn du weißt, dass du hebräische Wurzeln hast und ohne dich leben kannst, dann merkst du, 2/3 deines Glaubens, 2/3 fehlen dir als lebendiger Christ. Dem lebendigen Juden übrigens nur 1/3, um mal die Arroganz im Christentum ein bisschen rauszunehmen. Natürlich ist das entscheidend, aber 2/3 sind hier zu Hause. Und ich habe zu ihm gesagt, was heißt das denn? Dann sagt er, ja, überlegt, wie ihr wieder an die Wurzeln kommt und anfangt, Menschen zu begegnen, die im Volk Israel leben. Weil geschichtlich ist es so, und das ist jetzt dramatisch. Die ersten Jahrhunderte, die ersten 3 Jahrhunderte, blüht diese Kirche auf wie Sau. Die kannst du nicht stoppen. 120 Leute an Pfingsten kommen zusammen. Am gleichen Tag sind es 3.000 mehr. Nicht schlecht, ne? Innerhalb vom ersten Jahr, sagt man, sind es verdreifacht 10.000 Leute. Und man sagt, am Ende des ersten Jahrhunderts waren die durchschnittlichen Gemeinden in Großstädten circa 50.000 Menschen groß. Ich weiß nicht, wie du die Bibel liest. Ah ja, das sind so 5 Christen. Wie süß, ja? Zum Beispiel, wenn Paulus zu Timotheus sagt, sag nicht, du bist zu jung. Ich habe immer gedacht, ja, jetzt stell dich nicht so an, die 10 Christen wirst du noch leiten können.
Dann habe ich recherchiert und da kam raus, dass man sagt, circa 60.000 Menschen waren in der Gemeinde. Da sage ich, okay, aber da kann man schon mal kurz sagen, ich bin zu jung. Ja, aber 60.000. Diese Kirche hat eine Kraft, die war unfassbar und was vollkommen logisch ist. Sie kannte ihre hebräischen Wurzeln. Weißt du warum? Weil die Leiter alle ehemalige Juden waren. Den musstest du die hebräischen Wurzeln nicht erzählen. Und es ist wie bei dieser Veranschaulichung. Die Kirchengeschichte geht los und es sind beide Stränge wie als Orangene für die hebräischen Wurzeln, das Gelbe für die Kirche. Sie sind vernetzt und es kommt ein krasser Einschnitt. Circa 300 nach Christus kommt ein Kaiser, er heißt Konstantin. Bis dahin ist die Kirche verfolgt, aber hat eine Power, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann entscheidet Konstantin durch eine Vision seines Sonnengottes, dass er das Christentum zur Staatsreligion macht. Er entscheidet, dass die Hausgruppen, die Small Groups abgeschafft werden und er hat eine Mission. Er will die hebräischen Wurzeln aus dieser Kirche rausziehen, weil er hat ein römisches Denken gehabt und das war, Juden sind Verlierer. Er tut alles dafür, diese Kirche, alles rauszusehen, was jüdisch ist. Er nimmt die Führungsriege raus, alle, die jüdisch-christlich waren, er setzt hellenistische Christen ein, sagt, es gibt einen Bischof, den kontrolliere ich auch noch nebenbei. Und er hat ein Ziel, alle Feiertage abschaffen, die aus dem jüdisch-christlichen Hintergrund waren. Der Sonntag, warum Sonntag? Sonnengott, Sonntag, hat er als Feiertag genommen, ein bisschen durchgemischt und die Kirche verliert ihre Kraft. An diesem Punkt entsteht eine Theologie im Christentum, die eine der krassesten Zerstörungen gibt, die sogenannte Ersatztheologie. Sie sagt, und viele Kirchenväter haben leider mitgemacht, ja, die Juden, das sind ja Christusmörder. Und deswegen hat Gott die Verheißung genommen und uns gegeben. Was sagt Paulus in Römer 11? Werdet nicht arrogant. Vergesst nicht, was ihre Wurzeln sind. Eine Theologie, die das macht, findet ihren perversen Höhepunkt in der Nazizeit, wo die Kirche in Deutschland nach Argumenten sucht, um Hitler zu helfen, zu sagen, auch wir Christen sind der Meinung, Juden gehören getötet. Dazwischen sind Kreuzzüge. Dazwischen sind Dinge, die pervertieren das Christentum. Wenn man überlegt jetzt mal, eine Kirche sagt, wir sollen Juden töten. Ich meine, Jesus war Jude, wie machst du das? Wie willst du das? Das ist so, also tut mir leid, das ist so behindert, da sagst du dir, das geht doch nicht. Doch, das geht. Und so passiert das über die Jahrhunderte hinweg, dass beide Stränge wie zwei Söhne parallel gehen und sagen, den habe ich nicht aufgegeben. Ich habe keine Verheißung nicht zurückgezogen. Und beide gehen vorwärts. Nur der ist der Meinung, ich bin der Einzige. Und verpasst über Jahrhunderte hinweg viel von einer gesunden Theologie. Jetzt sagst du ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Es heißt dann in der Bibel, dass es einen Moment gibt, kannst du zu Hause nachlesen, in dem Römerbrief, Kapitel 11, dass es einen Moment gibt in Gottes Strategie, das nennt man Endzeitstrategie, dass es einen Moment gibt, wo diese beiden Stränge wieder sich vereinen werden. Der Punkt wird irgendwann kommen, wo beide Söhne, wir merken, wir brauchen uns gegenseitig. Und es wird vernetzt weiter. Und ab dann kommt diese Power wieder, sagt Gott, in den letzten Tagen, bevor die Welt zu Ende ist. Und weißt du, was das Krasse ist? In allen Jahrhunderten hindurch konnten Menschen schon immer, unabhängig von dieser Strategie, entscheiden, ich gehe zurück zu den Wurzeln. Ob es die Kirche macht oder nicht, ob es ganz Israel macht oder nicht, das ist nicht mein Einfluss. Aber ich kann diese Wurzeln wieder entdecken. Und Paulus ringt drum und sagt, liebe Christen, schaut genau hin und fangt an zu suchen, was Gott dort vorhat. Und das bedeutet für mich, dass diese zwei Söhne sich brauchen für eine gesunde Theologie, auf Augenhöhe. Das bedeutet für mich nicht, was manche in Israel Ministries machen, sie übertreiben Dinge, ja, dass man fast schon messianische Juden worshipt. Oh, ihr seid so wichtig. Das sind zwei Leute, die auf Augenhöhe sich begegnen sollten. Keiner höher, keiner niedriger und voneinander lernt. Das bedeutet auch, dass wenn du sagst, das sind meine Wurzeln, dass du nicht einseitig werden musst. Du musst nicht sagen, alles, was Israel politisch macht, ist toll. Natürlich musst du es differenziert angucken. Die Berichterstattung ist einseitig, immer gegen Israel, aber nicht alles, was Israel macht, ist toll. Das heißt das alles nicht. Das heißt etwas in meinem Herzen. Die Demut zu sagen, Gott, ich will lernen. Ich möchte dein Wesen kennenlernen. Ich will anfangen zu suchen und ich will nicht mehr jemand sein, der sagt, das ist das Gesetz und ich bin unter Gnade, sondern der hinschaut, weil natürlich bin ich unter der Gnade.
Aber nur wenn ich in den Spiegel schaue, erkenne ich, wo ich Veränderungskraft von Gott erleben darf. Und für manche heißt das heute, dass du vielleicht zum ersten Mal dir die Frage stellst, gibt es in meinem Leben oder meiner Familie Dinge, wo Sünde vertuscht wurde? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Generationen vor uns Dinge getan haben, die absolut zerstörerisch waren. Und mein Opa hat immer zu mir gesagt, Tobias, ich war ja nur ein Mitläufer. Und dann habe ich mir nur gedacht, und damals war ich zu jung, es zu sagen, aber ich habe mir gedacht, Opa, du warst in der Armee, wie kannst du ein Mitläufer gewesen sein? Wenn du unterlassene Hilfeleistung machst, dann bist du vielleicht ein Mitläufer, aber wenn du mitschießt und wenn du mittötest, dann hast du so viele Dinge in deinem Leben, die du angehen musst und die du ans Licht bringen musst, sonst wird es dieses Krebsgeschwür dich und die ganze Familie zerfressen. Meine Familie ist fast zerfressen worden von dieser vertuschten Schuld. Das alles ist nicht dafür, dich anzuklagen, sondern das sind Punkte, wo Gott sagt, komm zu mir, kehr um. Wenn du merkst, dass du wie so ein Antisemitismus teilweise bei dir oder bei anderen, dann ist es ein Hinweis, dass hier etwas falsch gelaufen ist, wo man auch umkehren kann, sagen, Jesus, tut mir leid. Weil ich glaube, lebendige Christen sollten die Ersten sein, die aufstehen. Und die sagen, ich stehe Seite an Seite mit einem Volk, das über Jahrhunderte hinweg getötet und gemordet wurde. Und wo Gott sagt, das bleibt auf meinem Herzen. Und du darfst dort ein Christsein erleben, wo die hebräischen Wurzeln dir zeigen, es geht am Ende vom Tag im Christsein gar nicht um dich. Das glauben wir immer. Deswegen werden wir auch Christ, weil ich habe ein Problem, ich habe eine Not, es geht um mich. Gesunder Glaube, was die hebräischen Wurzeln dir vorlegen, heißt, am Ende vom Tag, Gott, es geht um dich. Dein Wille geschehe. Was ist dir wichtig? Dir ist Kirche wichtig, okay. Das sind Punkte, warum wir Prinzipien leben in unserer Familie. Warum wir den Zehnten leben, weil wir unsere Ressourcen geben, weil Kirche ist wichtig. Das heißt aber auch, der andere Sohn ist genauso wichtig für Gott. Die Frage, Gott, wie möchtest du mich, uns als Kirche dort gebrauchen, ist sehr entscheidend. Und es wird etwas sein, was individuell ist. Unsere Kirche ist nicht gut darin, Straßeneinsätze zu machen. Da sind wir schlecht. Es gibt Kirchen, die sind ja gut drin. Wir sind schlecht drin, auf die Straße zu gehen, Gitarre zu spielen, Pantomime zu machen und Fahnen zu heben. Wo wir gut drin sind, ist zu überlegen, was beschäftigt Menschen in unserer Stadt? Was beschäftigt Menschen in Israel? Dort werden wir natürlich auch versuchen, mitzuhelfen. Aber das Entscheidende heute ist, dass du dir die Frage stellst, was hat das mit mir zu tun? Willst du jemand werden, der anfängt zu suchen, an die Wurzeln zu gehen? Willst du jemand werden, der sagt, ich will das in meinem Leben erleben, dass das wieder zusammenkommt? Dann wirst du hier viele Predigten besser verstehen in Zukunft. Du wirst mehr verstehen, warum machen wir die Dinge? Weil unter Ende vom Tag steckt das immer dahinter hier. Und ich möchte jetzt beten, dass du wie als Startschuss dich auf eine Entdeckungsreise machst. Man könnte stundenlang noch erzählen über dieses Thema, werden wir auch immer wieder mal machen. Aber heute geht es einfach nur darum zu gucken, Gott, was spricht mich heute an? Und dafür möchte ich jetzt beten. Vater, ich danke dir, dass du deine Hand ausstreckst und sagst zu uns, wir dürfen lernen. Und du weißt, dass wir vielleicht geprägt sind noch, Theologien haben, die in der Kirchengeschichte auch aus Wurzeln kommen, die wirklich destruktiv sind teilweise. Und ich bete, dass du uns neu zeigst, was es heißt, dass der erste Teil der Bibel uns helfen soll, dich besser zu verstehen, hinzuschauen und zu verstehen, was für ein Wesen du wirklich hast. Ich bete, dass wir keine Christen sind, die bagatellisieren, aber auch keine Christen sind, die moralisieren. Und diesen Dreiklang wirklich erleben, dass du dich offenbart hast mit deinem Wesen, dass die Bibel wichtig ist, reinzuschauen, dass es immer darum geht, zu dir zu gehen, Jesus, ohne schlechtes Gewissen. Und Jesus, ich bete jetzt für die nächsten Momente, wo wir dieses Lied singen, dass es darum geht, dass meine Seele, mein Herz, mein Geist aufwacht und dass ich deinen Willen tun will, dass du uns zeigst, was dieses Thema jetzt heute mit uns zu tun hat, ganz egal, wo wir uns auf unserer geistlichen Reise befinden. Dass du unserem Land eine Einheit geschenkt hast, die unfassbar ist, dass wir Ost und West wieder zusammen sind. Ich danke dir, dass du einen Plan hast,
Ich danke dir, dass du eine Message hast für uns. Und mein Wunsch, mein Traum ist, dass unser Land dafür bekannt wird, dass wir für positive Dinge aufstehen, dass die Leiterschaftsbegabung, die du uns am Land gegeben hast, dass wir sie einsetzen, dass es zum Leben dient. Ich bete auch, dass in unseren Familien, da wo Dinge vertuscht wurden, dass du sie ans Licht bringst, dass Heilung passiert zwischen den Generationen und dass wir Menschen werden, die einfach sagen, Gott, ich will deine Dinge zu meinen machen, mir geht es um dein Herz. Und Jesus, ich bete, dass du jedem in diesem Raum, der das möchte, in den nächsten Wochen und Monaten anfängst zu zeigen, warum du sagst, du hast Israel nie aufgegeben, warum du sagst, es bleibt auf deinem Herzen und jeden einlädst zu sagen, darf es auch auf deinem Herzen sein. Selbst wenn du gefühlt erstmal nichts davon hast. Und Jesus, ich bete jetzt für dieses Lied, wenn wir da nochmal einsteigen, dass du uns hilfst, jetzt wie innerlich einen Schritt zu gehen, sagen, awake my soul, dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Geh du auf in meinem Leben wie die Sonne, die aufgeht. Jesus, ich bete, dass du mir Klarheit schenkst, dass meine Pupille auch geistlich immer schärfer sehen kann, Gut und Böse unterscheiden kann, sehen kann, wo ist Sünde, wo ist nicht Sünde, und dass wir klar sehen und unsere Wurzeln erkennen und zu einer Identität kommen, die sagt, du bist mein liebender Vater, du meinst es gut. Egal was kommen wird, egal was Situationen gibt, wo wir Gott dich nicht verstehen, mir ist nur noch wichtig, dass ich mit dir gehe, Gott. Und nicht mehr wichtig, wohin es geht, das darfst du entscheiden, dein Wille geschehe.